Hey, und Konnichiwa, hier ist wieder euer Gern und zurück mit Link. Mit Windweg HD, nicht mit Links Awakening. Mit dabei ist der. NDL24. Na, das wird jetzt interessant. Sind noch irgendwo welche? Man weiß ja nie. Nein, dann kann ich ja. Zack, so schmeißen. Okay, Zug und weiter Schmeißt geht's. den die fliegende Prügel raus. Die fliegenden Prügel. Hey, das Mori. Ja, komm, schmeiß. Moin. Oh, hast du etwa Angst? Wow. Oh, hast du etwa Angst? Er hat mich herausgefordert, mich den Unbesiegbaren. Wie kann er sich wagen? Sammelst du mal das Geld ein, dann halt nicht. Du kannst auch gerne fliegen, danke. Und zack, so. Jetzt können wir darüber. Und welche Abenteuer erleben wir in diesem Raum? Ein Abenteuer voller, Grüner, schleimiger Seil. grüner, schleimiger Seile. Ich habe fünf anvisiert und eins hat er komplett ignoriert. Okay. Der Bumerang, der ist so gut. Warum können das echte Bumeränge nicht? Der schafft es ehrlich, was anzuvisieren, was man nicht sehen kann. Wow. Schafft es dann aber nicht hinzukommen. Was ein guter Bumerang. Und zack, so. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir darüber? Was hat uns das gebracht? Werde das da auch noch kaputt machen, einfach nur weil ich es kann. So. Was? Den Unbesiegbaren, der definitiv nicht verlangen. Genau, Rhodey, genau der. Also das hat nichts gebracht, hier hinzugehen. Gut. So. Das war knapp. Das war noch knapper, wenn ich das mal so sagen darf. Und. Oh, blub. Nein, Link, du dämlicher. Ich muss die Taste immer zwei- oder dreimal drücken, bevor der irgendwas macht. Komm, noch ein bisschen. Das reicht so. Ich glaube, Link sollte ich wirklich mal ein bisschen Intelligenz beibringen. Oh, stell dich nicht so an, ey. Muss ich da wieder hoch oder was? Weil Link. Nicht in Schuhen. Weil Link sich denkt, oh, ich komme da an die da hinten nicht dran. Doch jetzt. Jetzt auf einmal hat er es doch geschafft. Und Bums. Okay, hier hat sich gerade alles geglitscht. Genau, Link landet in der Suppe. In der würde ich nicht unbedingt baden wollen. Super. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute noch kommen. Ich auch. Ja, ich hoffe, dass wir irgendwas noch schaffen. Link braucht bei allen seinen Aktionen so lange. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, wartungsvoll, die alle gucken. Werde ich jetzt getötet? Wow, die beiden haben überlebt. On top. Und einfach mal gucken, was haben wir. Hier haben wir nichts. Wie du siehst du nichts. So. Gar nichts. Gut und hups und rup.
So, das habe ich irgendwie versucht zu überleben. Es hat auch irgendwie geklappt. Ich würde da rüber wollen. Und da auch. Denn hier haben wir das äußerst wichtige Item 10 Rubine. Ja. Geld. Geld ist Geld. Und. Flop. Hast du mich gerade angegriffen? Ich soll schon mal das mit vielen Wahlen vergilt. Verbot, nein, der Dämmerwald-Tempel. Da, jetzt wo du es sagst, ne? Ja. Jetzt wo er es sagt. Kommt's mir so vor, da sollte ich meine Mikroempfindlichkeit mal höher stellen. Das weiß ich nicht. Sieht zumindest von dem grünen Raum her so aus, als würde das ziemlich rumspinnen. So, zupp, das ist kaputt. Und hier haben wir eine Tür. Und was haben wir in dieser Tür? Wir haben einen Raum. Was haben wir in diesem Raum? Wir haben in diesem Raum Sachen. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt überlebt habe. Okay, er hat mir wieder hochgeholfen. Das ist doch freundlich. Natürlich machst du das so, ey. Alter. Der Pfeil war auf den Gegner. Ich drück die Taste zum Anvisieren und LinkedIn sie so. Oh, ich drehe mich mal zur Wand. Na komm. So. Meine Fresse. Link, der dümmste Typ in diesem, auf dieser Welt, ey. Und Ariel verlässt sich wirklich auf so einen Vollidioten, ey. Sie ist sehr mutig. Er ist nicht der Held des Windes, sondern der Held der Logik. So. Natürlich. Hallo? Danke. So. Und zack. Wenigstens das hast du jetzt mal hingekriegt. Da ist nichts Interessantes fallen. Ich gehe da mal. Ich gehe da mal krieg. Du sollst da durchkriechen. Warum willst du. Das sieht im Weg stecken. Na jetzt mach das. Aha. Okay, geht nicht. Gott, dammit, ich hab das Spiel irgendwie, beziehungsweise den Link etwas intelligenter in Erinnerung. Das wird noch eine sehr lustige Reise mit ihm. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Dammit. Und natürlich. So. Dann versuchen wir es noch. Oh, please kill me now. Yeah. Um ehrlich zu sein, macht mir das gerade nicht so viel Spaß. Ja. Ziemlich schmerzhaft aus. Link stellt sich halt gerade ein bisschen komisch an. Ich sag ihm, geh in diese Richtung und er springt komplett woanders hin. Oh, ja, natürlich. Ich hab die Taste nicht mal gedrückt. Und hopp. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Vielen Dank, dass du das mal hingekriegt hast. Ja, ich. Natürlich nicht.
das wird jetzt wieder. Und ich wollte gerade sagen, wer da passiert jetzt nichts. Hui! Ich dachte schon, du fliegst jetzt in der Katze noch dran vorbei. Also, hallo, öffnest du mal die Truhe? Also, dann wäre ich ja böse geworden. Wenn er das hingekriegt hätte. Der ganze Scheiß für eine dumme Schatzkarte. Yeah. Erinnert sich einer noch an den Moment in Majora's Mask ganz am Anfang, ich glaube Part 2 oder 3? Wo ich in diesem Labyrinth-Gewinnspiel nach ein paar Versuchen eine Deku-Nuss gewonnen habe. Das ist jetzt genau derselbe Scheiß. Boah, ey. Hätte ich das... Wie kommt das Ding wieder nach da oben? Zum Glück ist hier eine Leiter. Wie kommt das Ding wieder hier nach oben? Das geht doch gar nicht. Vegetation. Gibt's nicht. Biologie. Gibt's auch nicht. Waldmagie. Ja, das meinetwegen. Oh, das dauert so endlos lange, ey. Daneben. Die hören sich an wie... Warum drehst du dich da lang, du Idiot? Der hat sich einfach umgedreht ohne Grund. Warum? Das macht keinen Sinn. Nein. Das war sauknapp. Die hat mich fast festgehalten. So, jetzt wollen wir hier einmal hoch. So, du sollst das Ding auch festhalten und nicht plötzlich werfen. Und anvisieren wäre eventuell auch mal ganz cool. Gut. Da haben wir jetzt wenigstens den großen Schlüssel. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, zum Boss zu kommen. Eingeschatzkarte. Yeah. Will doch was. Ein eventuell Karantemeiser. Dann findet man der Truhe eine Schatzkarte. Nein, 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 nein. Danke. Ich bin doch voll drüber gesprungen. Das ist mir schon so oft passiert. Ich war über dem Speer. Aber na gut, wir haben den größten Schlüssel. Ist das so gespeichert? Das müsste eigentlich gespeichert sein. Hoffentlich. Wo sehe ich das denn jetzt hier? Da unten, ja, da. Ja, Tatsache. Ist gespeichert. Sehr gut. So kann man noch aus dem Kampf rauskommen. Nee. Fuck, ich habe jetzt vergessen, wo es lang ging. Ich gehe einfach mal hier lang. Irgendwo werde ich schon sicher ankommen. Babam. Hä? Dungeon setzt Rankenhieb ein? Ja, was? Hä? Rhodey, von was sprichst du gerade? Ich wurde von diesem Moblin besiegt. Ich bin über seinen Speer gesprungen. Aber das Spiel meinte nie, bitte nicht. Ich glaube, du guckst gerade etwas anderes als diesen Stream, oder?
So, wo sind wir denn? Wir sind fast richtig. Ach so, wir hätten ins U1 gemisst. Okay, dann gehen wir halt den langen Weg dahin. Kann sich noch einmal entspannen. Aber hübsche Pflanzen, bevor ihr der großen hübschen Pflanze entgegentreten muss. Ich habe irgendwo Schiss vor dem Bosskampf, weil der ist sehr nervig. Es gibt ja, wie ich tatsächlich es letztens herausgefunden habe, gerade bei diesem Bosskampf ein sehr, sehr lustiges Easter Egg. Okay. Das wäre eigentlich sogar wert, es zu zeigen, aber dazu müsste es noch mal komplett raus. Das wäre das, glaube ich, nicht wert. Gerade so. Was? Ich habe dich nicht richtig verstanden. Erst sagst du, der wäre es wert zu zeigen und dann urplötzlich, der wäre es nicht wert? Was? Ja, also es ist halt schon cool, aber du müsstest noch mal zu dem Dekobaum hinrennen. Du musst Okay. dir das Wasser da schnappen. Ja, was passiert denn da? Sag einfach. Damit kannst du den Boss mit einem Wasserspritzer besiegen. What? Sobald du den runtergeholt hast. Das habe ich auch erst letztens rausgefunden, konnte es nicht glauben. What? Ich bin jetzt tatsächlich gewillt, das zu versuchen. Jetzt. Müsstest du halt wirklich einfach nochmal zum Dekobaum, die dieses Tantopia-Wasser oder wie das heißt, in die Flasche holen. Aber das bleibt doch nicht unendlich haltbar, oder? Ja, aber einfach mal den Weg zum Boss und dann mal runterholen. Sollte jetzt nicht so lange dauern. Mein Headset ist mir gerade abgeschmiert wieder. Was mich jetzt ein bisschen irritiert hat. Weshalb ich jetzt ziemlich Schaden genommen habe. Kacke. Aber nee, das lassen wir mal. Wie das jetzt aussieht, ey. Na komm. So, dann kann ich euch wenigstens alle gleichzeitig killen. So, wir hoffen einfach mal, dass wir hier ein paar Feen rausbekommen. Das hat mir schon wieder nicht so gut gefallen. Wow. Nur diese Viecher. Okay, gut. Moment, ich werde das anders anstellen. Oder vielleicht einfach es mit dem Warp freilegen für den Fall, dass was passiert. Ja, genau, gute Idee. Und dann durch die Bombe zu sterben. So geht's auch. Und warum durch die Bombe? Wo ist denn hier eine Bombe? Frage. Wow. Ich hasse es, wenn diese Viecher durch die Wand verschwinden. Wall. So, noch ein halbes Herz. Ihr macht mir ja zum Glück keinen Schaden. Ihr seid einfach nur nervig. Boah, wie er mich anspringen wollte und ich ihm eiskalt mein Schwert ins Auge gepiekt habe. So, zack. Okay, da ist noch nichts. So. Nein. Zack. Zack. So, machen wir das so. Wobei, nein, wir machen das. Zack. So. Du blödes Kackviech, ey. Ich wollte dich doch tot sehen. Das wird jetzt lustig. Okay, er hat sich nicht mehr an mich geheftet. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ach so, das ist er hier, okay.
Der ist auch so dumm. Anstatt dass er da rausgeht, bleibt er da stehen, ey. Finde zu gemütlich der warme Platz. Was ein Idiot. Ich werde bestimmt sterben. Weil ich habe ja nur noch ein halbes Herz. Boah, er hat sehr viel mehr mitgenommen als erwartet. Ja, die haben gewisse Ähnlichkeiten, Modi. Was hat er denn gesagt? Noch jemand bei dem Boss an Barinade aus Akkurinus Scheiße. reinbringen muss. Da bin ich nicht rechtzeitig rausgekommen. Aber ja. Stimmt schon. Nein, 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 nein. Oh, nimm doch die anderen auch noch mit, du Idiot. Blöder Bumerang. Der hängt jetzt an einem Tentakel oder was? Kann doch wohl nicht der Ernst sein. Doch physikalisch gar nicht unmöglich. Da kommt man gar nicht raus, ey. Boomerang? Oh, jetzt passiert die Scheiße. Ich bleib jetzt nicht hängen, ey. Wo ist er? Boah, der wollte die Dinger schon wieder zumachen. Dann wäre ich aber definitiv platt gewesen. Es leuchtet. Also jetzt finde ich es gut, dass ich gesagt habe, keine 3-Hard-Challenge. Du darfst mal Ja. Chorus. Weißt du, ich der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als ich mich schwarz vor Augen wollte, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bisher gekommen, werter Freund? Was? Ein Dekobert? Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Danke, Rody. Ah, eine 3-Hard-Challenge wäre wirklich ein bisschen übel geworden. Ja, Hätte ich vor allem bei eventuell das irgendwas Projekt mit sogar Redeumstellen. abgebrochen, ey. Also das Projekt der 3-Hard-Challenge, das Projekt an sich selbst nicht. Oh, Makoros, du bist wohl auf zurückgekehrt. Es tut mir so leid, Dekobau. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich wollte. Gräm dich nicht mehr, Makoros. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Ja, du, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Blattläuse. Vielen Dank. Yay! Das Teil Makoros direkt auf dem Kopf liegt. Was verrost Dämon erhalten, bla bla. Ich werde, dass hier Dämon dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr.
Trockne Ich deine will aber. Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann beginnen wir. Werter Freund Keanu, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert Gefallen. Ich möchte kurz anmerken, dass das nächste Splatfest-Thema echt fürs Klo ist. Ja. Ein Griff ins Klo. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es ein Freund der Toilette. Hat mich dann noch einen schlechten Wortwitz. Heute Klopapier gekauft. Wieder 3 € für den Arsch. Das Splatfest-Thema ist wirklich für ein Poppes, ey. Ja. Hätten Sie gleich die Umfrage machen können. Hartes oder weiches Klopapier? Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Ja, ihr hört auf, irgendwas zu sagen. Ihr habt doch immer nur denselben Text. Das ist voll unnötig. Sechsundzwanzig Minuten. Okay, wir haben hier nichts mehr verloren, deshalb können wir jetzt hier verschwinden. Der alte Baum, der ist mir jetzt vollkommen egal. Der kann verwildern, wie er will. Wie ist die zu deinem Süß? Ich habe jetzt irgendwas mit Brotzeit verstanden. Du willst lieber zu deinem Hubsensiv zurück. Ach, das Schiff ist nicht besser. Das sagt nur, du musst da lang fahren, obwohl da eigentlich gar nichts Gefährliches ist. Meine Worte sind Worte der Weisheit. Ach. Sind eher Worte der Greisheit. Oh, ich habe einen Brief. Guten Morgen! Ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr 1-Punkt-Brief. Lieber Keanu, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Bierkästen machst. Drei Wirken, Wiedermann. Bla bla, rumzoppeln, bitte nimm, danke. Danke, ja, gezeigt, Maurice Vater, danke. Danke, danke. Noch zwei Herzteile brauchen wir. Und. Ernsthaft? Land. Am wo. Ach so. Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Eanu, der letzte Demon, verbirgt sich nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit, setze sofort Kurs. Okay. Mein Mikro so rum. Was ist dein Mikro? Klinge ich abgehackt? Ja, ab und zu kackst du mal ab. Gerade irgendwie ein kleines. So, wir fahren jetzt einfach mal in Richtung der Insel. Wie sich Rhodey gar nicht für das Splatfest-Thema interessiert, wie er gar nicht nachfragen will. Wahrscheinlich denkt er sich einfach nur, dass es ein Sprung ins Klo und dann passt das. No. Wie weit haben wir es denn? Das wird eine Weile dauern, bis wir da ankommen. Ich würde einfach mal sagen, das war euer Keanu und Andy 1-2. mit Zelda Wind Waker. Bis wir bei der Insel angekommen sind. Ciao. Ciao.